5 Sterne Fitness in ansprechendem Ambiente. Ein individuelles Programm für Ihre Ziele. Powerplate, Dance Aerobic, Sauna oder Massage. Sicher ist auch für Sie genau das Richtige dabei. Ihr Fitnessland Siegburg. Freie Fahrt für die Fracht. Nach 10 Monaten Bauzeit ist am Flughafen Köln-Bonn das Cologne-Bonn Cargo Center eröffnet worden. Die multifunktionale Frachthalle erfüllt modernste technische Standards und ist für Spediteure, Logistiker und Airlines konzipiert, die schnell und effizient ihre Ladung von der Straße in die Luft und umgekehrt bringen wollen. Durch das Cargo Center wird dieser Vorgang wesentlich beschleunigt. Weil sich das neue Gebäude außerhalb des Sicherheitsbereichs befindet, erreichen Kunden anders als bisher ohne Kontrollen das Frachtzentrum. Rund 250 internationale Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Vertreter der Logistikbranche waren bei der Eröffnung dabei. Mit dem Cologne-Bonn Cargo Center haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir die Standortqualität des Flughafens Köln-Bonn, wie ich meine, nachhaltig haben verbessern können. Weil es außerhalb des Sicherheitsbereiches liegt, müssen Lkw keine Schranke mehr passieren. Was Sie hier sehen, ist ein hochmodernes Frachtzentrum, das den Ansprüchen von Spediteuren, Verladern, aber auch Airlines unter einem Dach und in einem Logistikkonzept gerecht wird. Doch diese Halle ist mehr als das. Sie ist unser in Beton gegossenes Bekenntnis zur allgemeinen Luftfracht. Denn neben dem Passagierverkehr und der Expressfracht soll General Cargo zur dritten tragenden Säule unseres Geschäftsmodells werden. Das ist unser Ziel. Das 12.000 Quadratmeter große Center ist direkt an die Autobahn angeschlossen. In den Anlieferzonen gibt es 34 Lkw-Brücken zum Be- und Entladen, Rampen für Transporter und Überholspuren für eine schnelle Verbindung zwischen Land- und Luftseite. Das Frachtzentrum verfügt über eine Jahreskapazität von 130.000 Tonnen. Bei Vollauslastung werden bis zu 450 Menschen beschäftigt sein.